Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu Insound Mind. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Wir machen weiter, wo wir gestern aufgehört haben. Das Spiel hat leider hier nicht gespeichert, sondern vorne im Aufzug. Ich musste also nochmal... Huch, schon wieder mich verdrückt. Selbe Stelle wie gestern. Ich musste also nochmal kurz hier vorlaufen und mir das Telefonat anhören. Also nicht wundern, falls... Ich wollte sagen, nicht wundern, falls der Batteriezustand der Taschenlampe nicht genau derselbe ist wie gestern, aber ihr seht ihn gar nicht, weil den versperre ich mit meinem dicken Gesicht. Aber nur, dass ihr Bescheid wisst. So, wir sind hier reingekommen, haben erfahren, dass wir Desmond Wales sind und dies unser Büro ist. Die Uhr war nicht ganz die zuverlässigste. Wir haben hier einen Brief liegen, können wir allerdings nicht lesen. Hier ging auch nichts weiter auf. Nö, ich glaube, hier ist nichts weiter. Konya, unsere Katze. Irgendwas hat es mit der Katze auf sich. Ist halt die Frage, ist das alles real? Oder sind wir hier irgendwie bloß... unserem eigenen Kopf gefangen. Ihr wisst schon, was ich meine. Hier ist auf jeden Fall nichts weiter. Dann lasst mal hier drüben schauen. Eine Tür ins Helle. Wir können die Taschenlampe ausmachen. Raum 0. Auch selten. Sollen wir reingehen? Ich habe irgendwie ein bisschen Schiss. Aber ich glaube, das Spiel möchte es. So. Gut, wir konnten nicht weiterlaufen. Dein Haus. Ach, hier fühle ich mich das erste Mal sicher im Spiel. Ich hoffe nicht, dass es ein Trick ist. Liebe Bewohner, wir von Meyer Pharmaceuticals möchten Ihnen gerne für Ihre fortgesetzte Unterstützung für unser Unternehmen und das neue Verteilerzentrum hier in Milton Haven danken. Ihre Gesundheit und Sicherheit haben bei uns höchste Priorität, nicht nur für uns als Unternehmen, sondern auch als Ihre Nachbarn. Weitere Informationen über das, was Meyer Pharmaceuticals in Ihrer Nachbarschaft für Sie macht, erfahren Sie unter 1800 Meyer oder senden Sie uns eine E-Mail an nachbarschaftspharma@meyer.co.biz. Vielen Dank und einen gesegneten Tag. Marketing- und Kommunikationsarbeit Meyer Pharmaceuticals. Okay, also die bedanken sich bei uns. Die Unterstützung am Unternehmen. Milton Haven. Wir haben vielleicht einfach viele Tabletten von denen abgenommen und das alles schön verschrieben an die Leute. Hauptsache Umsatz. So, wir haben noch ein paar Batterien. Damit ist die Taschenlampe auch wieder voll. Can't take another bite. Okay, wir sind soweit voll. Wäre auch komisch, ich wüsste nicht, wo wir hätten jetzt schon Leben verlieren sollen, außer kurz am Aufzug, als wir uns die Rübe gestoßen haben. Eine weiße Tonbandkassette. Habe ich die aufgenommen? Muss ich wohl. Okay, cool, die können wir uns dann im Büro wieder anhören. Telefonieren möchte keiner mit uns oder wir haben kein Signal. Oh, mach doch nicht so einen Quatsch. Und irgendjemanden angelockt. Ah, Badezimmer in Horrorspielen. Irgendwie immer so der Ort, wo irgendeine Kacke passiert. So, gucken wir mal. Nicht viel drauf zu erkennen. Soll das Klopapier sein? Nee, das so zum Hände abtrocknen. Solche Rollen, wollte schon sagen. So einen riesen Arsch musst du erstmal haben. Ein Spiegel, in dem wir bloß unsere Taschenlampe sehen. Wahrscheinlich, weil er so verdreckt ist. So, Zahnpasta auch schon fast leer. Sieht alles auch nicht unbedingt nach dem riesigen Hygienestandard hier aus. Okay. Gibt's nicht viel zu sehen. Und was in der Klotze? Milton Haven Emergency Broadcast System. Ah,
mach das aus. Küche waren wir schon. Hier drüben haben wir noch eine Tür. Irgendwas haben wir gelesen. Okay, wir kommen hier nicht rein. Mit der Tonbandkassette glaube ich weniger, dass wir eine Tür öffnen können. Und leckeren Kaffee gab es noch. Ein bisschen Unterlagen, Bürokram, Rechnungen, Umsatzlisten. Irgendwelchen Antidepressiva umsetzen. Okay, also hier ist nichts weiter. Aber wir haben eine Tonbandkassette gefunden, die wir uns jetzt natürlich gleich im Büro mal reinziehen werden. Gehen wir nochmal rüber und schauen mal, ob da irgendwas Informatives draufgespielt wurde, was uns hier weiterbringt. So, hier drüben war das Teil. Was ist das für ein Kassettenrekorder? Was kann der? Okay, das war's anscheinend. Mal gespannt, ob der uns noch weiter begleitet im Laufe des Spiels, ob das immer mal so passieren wird, dass wir irgendwas finden. Ich bin gespannt. Nein, wir sollen noch drin bleiben. War doch äußerste Anweisung auf dem Stück Papier. Irgendwelche Bojen. Na gut. Ah, sieht schon cool gemacht aus, muss ich sagen. Tonband Desmond. Nicht durchbrechen. In an unexpected turn of events, it seems I'm the one who's losing my mind. Why or how this is all happening is beyond me. But as strange as this is, I'm equally as fascinated as I am scared. Also er ist anscheinend wirklich selber psychisch etwas angeknackst. Was ich dem Spiel aber jetzt schon mal zugute halten muss, ist, dass es keine riesig langen Texte sind. Klar, der Brief jetzt mal vom Pharmaunternehmen, aber es ist nicht so, dass man an jeder Ecke irgendwas findet, wo 4 Seiten Text draufstehen. Ich mag sowas halt absolut nicht, wenn es einfach zu viel ist, aber so sind es immer mal kurze Informationsschnipsel. Man kann sich doch alles ganz gut merken. Immer ein bisschen Angst, die Stufen sehen alle nicht mehr so geil aus. Hier gar kein Mond. Gibt's anscheinend nicht. Life in Milton Haven has become unfamiliar lately. People are... Well, I'm starting to see unusual patterns, behaviors. Ever since the crash, maybe. It's beginning to make sense, I suppose. My own feelings of dread, of fear, are similar to those of my patients. Okay, er zieht also Parallelen zu seinen Patienten. Auch gesagt, er ist irgendwie auch fasziniert, hat zwar Angst davor, aber sich natürlich seine eigenen Depressionen selber an sich untersuchen kann. Als gelernter Psychotherapeut. Bestimmt auch irgendwie cool. Oder auch nicht, keine Ahnung. Also es gab wohl einen Zusammenbruch hier in Milton Haven. Entweder kam hier wirklich einfach die Flut, aber es sieht ja halt durch das Hochwasser nicht so aus, als würden dann noch Leute hier leben. Also muss vorher schon irgendwas passiert sein. Er meint ja, seit dem Zusammenbruch sind ja andere Gewohnheiten von den Leuten. Hör irgendwas. Lang gerade, als würde jemand laufen. We're dropping like flies. Dying. Oh, poor Virginia. I should go over their cases.
I need to understand what this is. Wenn das mal nicht von Meyer Pharmaceutica kommt. Die haben bestimmt irgendeinen Kack da reingemischt. Er hat's verschrieben. Und die sind alle wie die Fliegen weggestorben. Da oben, zum Leuchtturm. Es ist zwar bloß eine Tür, die leuchtet, aber... Alter. Also ich muss sagen, Sound im Spiel ist echt... echt gut gemacht. Man hört immer mal irgendwo Kleinigkeiten und erschrickt sich die ganze Zeit. Da hat einer Öl ins Wasser gekippt. Seht das? If I can get through this, if I can just keep my mind focused, I must stay aware. Awake. Alert. Also, wenn ich es jetzt richtig verstehe, wird er selber irgendwie ein bisschen bekloppt in der Birne. Oder er wurde ein bisschen bekloppt in der Birne, aber seine Patienten sind halt auch weggestorben und haben sich alle komisch verhalten. Er versucht also einigermaßen fokussiert und normal zu bleiben und rauszufinden, was da passiert ist. So, wir sind wieder an der Tür angelangt. Wir kommen bestimmt gleich wieder im Büro raus. Hoffe ich zumindest. Wiedergabe. Jo, wir sind wieder im Büro. Ist ein bisschen später geworden. 10 Minuten ungefähr. Ach, Mitzi. How? I mean, hi. I'm having a weird day. Everything okay with you? All right. Och, die ist ja süß. Und man hängt doch Katzen keine Glocke um den Hals. Macht die doch komplett wahnsinnig. Aber niedliches Kätzchen hat uns auf jeden Fall den Knopf für den Fahrstuhl hingeworfen. Aber ich möchte auf gar keinen Fall in den... Jetzt steht da erkunde das Erdgeschoss. Dann ist es wohl Keller, Erdgeschoss, zweiter Stock. Aber dann macht auch keinen Sinn, oder? Das Erdgeschoss ist als erster Stock ausgewiesen. Wir waren ja im Keller, sind dann hier in den zweiten hochgefahren. Naja, oh nein. Deine Mietz. Wieder weg. Ah, guck mal, hier haben wir noch was. Ein Kassettenrekorder. Ja gut, aufnehmen kann ich gerade. Aber es ist ja nicht zum Aufnehmen, es ist doch zum Abspielen. Aber ein Rekorder? Nee, ich glaube, man konnte so auch... Doch, das Ding schreibt auf eine Schallplatte. Entschuldigung. Hier quatschst du rein. Schallplatte dreht sich. Ding macht Rillen rein. Also doch ein Rekorder. So, wir machen die Tür mal zu. Muss immer mal dran denken, die Taschenlampe wieder auszustellen. Denkt da gar nicht so oft dran, dass wir... Oh, pardon. Ich war gar nicht im Bild. Weiß gar nicht, warum. Irgendwo klingelt das Telefon. Do you know how a Rorschach test works? I show you an ink blot and you sneak your way into an interpretation, pretending to fix other people's problems while avoiding your own. What nonsense. Well, there's an ink blot, there's a problem. Try and avoid your problems now. Kann mich dran vorbeischleichen. Oh Gott. Hau ab mit so einer Scheiße. Gar keinen Bock. Ich gehe erstmal direkt wieder ins Büro zurück. Okay, das war ein Tintenklecks. Ja, ich habe keine Ahnung, ob der jetzt hier reinkommt, ne? Wie soll ich mich denn dran vorbeischleichen? Der hat mich doch auf jeden Fall gesehen. Oh oh. Katze, komm und hilf mir. Ich glaube, wir werden bestimmt gleich das erste Mal sterben. Weil das sicherlich komplett dumm war, hier ins Büro zu gehen. Jetzt überhaupt nicht weiß, ob der hier vor der Tür steht oder nicht. Oh Gott, ich hab Schiss.
Okay, er ist zumindest mal nicht hier. Ich sehe was leuchten. Also das ist ein Tintenklecks. Wartebereich, das trifft es gerade gut, ja. Wir müssen hier auf jeden Fall warten. Also mal gucken, der läuft. Scheint nur da vorne blöd drumherum. Wir müssen ja hier lang, woanders geht's nicht lang. Nein! Nein! Ich leuchte ihn kaputt. Was soll ich tun? Lauf! Lauf, Forrest! Lauf! Oh Gott, ich will mich gar nicht umdrehen jetzt hier im Fahrstuhl. Lauf doch! Lauf, 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 lauf! Ja, mach zu! Fahr ins Untergeschoss, irgendwo hin! Oh Gott, wir haben es geschafft! Also die sind auf jeden Fall nicht gleich direkt tödlich. Ich dachte schon, wir rennen jetzt dran vorbei und der haut uns direkt die Rübe ein. War allerdings nicht der Fall. Oh, mal kurz durchatmen. Ja, ich weiß nicht, warum ich gerade nicht im Bild war. Ich hoffe, es war nicht allzu lange. So, jetzt haben wir auch Zeit, hier erstmal den Aufzugsknopf wieder reinzubasteln. Hier stand auf jeden Fall irgendwas Gelbes rum, als wir das letzte Mal dran vorbeigefahren sind. Also es scheint erstmal ruhig zu sein. Ja, das war ein Tintenklecks. Ich versuche gerade noch irgendwie den Zusammenhang zu finden. Vielleicht, weil er meinte, Tintenklecks ist dein Problem, so nach dem Motto. Wir vielleicht einfach falsche Diagnosen geschrieben haben. Und uns das jetzt sozusagen wieder einholt. Ja, zumindest der einzige Zusammenhang, den ich jetzt damit irgendwie verbinden könnte. Die Gemälde sind alle nicht groß was, also nicht so nichtssagend. Ich möchte es mir trotzdem mal anschauen mit euch. Da haben wir ein Gehirn. Das ist so auch das erste, was ich irgendwie erkenne. Hier haben wir ein Häuschen. Wir laufen mal weiter. Aschenbecher im Wartebereich. Telefon war auf vorhin schon. Aber das bringt nichts. Also ich glaube, da müssen wir nicht rangehen. Leg halt auf. Ich wollte es gerade sagen. Da müssen wir, glaube ich, nicht rangehen, wenn es nicht klingelt. Leben brauchen wir immer noch nicht. Also ich bin tatsächlich erstmal beruhigt, dass dieser Tintenklecks-Typ uns nicht direkt umgebracht hat. Heißt, wenn wir einen sehen und er sich gelblich verfärbt, muss ich mir nicht direkt in die Hosen kacken. Ah, jetzt ruft es natürlich wieder an. Whatever it is you're trying to do, you will fail. Das werden wir sehen, mein Freund. Hier ist auch zu. Müssen wir uns hier, guck mal, das ist ganz komische Zimmernummern. 237. Eine 3 mit einem Doppelpunkt davor. Wirtschaftsraum. Hier dürfen wir rein. Mach mal wieder direkt zu. Lagerraum haben wir noch. Eine Mülltonne steht rum. Hier ist zu. Hier ist offen. Mach nicht so laut. Detectinol erhöht deine List mit jeder dritten Pille. Sammle alle Pillen im Gebäude, 23 übrig. Ach komm, so eine Batterie, kriegst du doch in die Arschtasche. Wir sind mit allem voll. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir bisher sehr gut sind, weil wir noch nirgends irgendwie Leben gebraucht haben.
Aber vielleicht halten wir uns auch das ganze Spiel über hier auf und müssen immer mal wieder zurück und... Okay, der kommt jetzt hier rein. Ja, und müssen vielleicht immer mal wieder zurück und uns Leben hier einsammeln. Wenn du das hier liest, heißt das, dass ich recht hatte. In dem Fall Schlitten, zweiter Stock, über dem Münzautomaten. Lauf, Wartungsraum im ersten Stock mit Klebeband unterm Tisch befestigt. Achso, Lauf im Sinne von, das ist eine Waffe, okay. Griff, Keller hinter der mittleren Waschmaschine. Du hältst mir den Rücken frei und ich dir. Minus L. Können wir das mitnehmen? Steht das jetzt dauerhaft irgendwo hier? Ja, es steht hier, okay. Ich wollte nur wissen, ob ich es mir merken muss. Oder ob ich es nochmal irgendwo nachlesen kann. Ja, also, wir finden irgendwie die ganzen Einzelteile einer Pistole. Die wir dann zusammenbasteln müssen. Das beruhigt mich auf jeden Fall sehr. Denn mit so einer Waffe fühlt man sich gleich viel besser. Dann machen wir an der Stelle erstmal Schluss mit der Folge. Ich bin echt gespannt, wie es noch weitergeht. Ich hoffe, ihr auch. Und dann sehen wir uns morgen 16 Uhr wieder. Bis dahin. Macht's gut.